Christian Racker, FPÖ, ist am Wort. Wir bleiben bei diesem Beispiel der ANAF. Ich war selbst Soziallandesrat über 4 Jahre. Und die Länder haben über immer 2 Töpfe verfügt. Einerseits über die Mindestsicherung und jetzt Sozialhilfegesetz und auf der anderen Seite über den Topf, der hat geheißen, und den findet man von Wien bis nach Vorarlberg, Hilfe in besonderen Lebenslagen. Also diese berühmte ANAF wäre in jedem Bundesland versorgt worden mit einer neuen Waschmaschine, aber auch mit einem anderen Fahrnis, wenn es notwendig gewesen wäre. Dafür sind auch Sozialhilfegesetze da. Was wir aber heute hier beschließen, ist ein Rückschritt zurück in eine Sozialromantik, die letztendlich nur die Grünen zeichnen, weil, und das muss man sich vor Augen führen, wir uns aus dieser Leistungsgesellschaft wieder entfernen. Warum? Wir haben dieses Gesetz bewusst im Jahre 2017 als Nachfolger, als Grundsatzgesetz eingeführt für die Mindestsicherung, weil wir genau diesen Effekt vermeiden wollten, dass sich mehrere Personen und letztendlich über Tausende hinweg, 70.000 sind es allein im Ausländeranteil, auch in weiterer Folge, meine Kollegin weist mich darauf hin, weil es meine Krawatte schief ist, 70.000 Personen in weiterer Folge hier sich wieder in der Mindestsicherung bzw. im Sozialhilfegesetz gefunden haben. Und ich möchte es auch einmal verdeutlichen in Zahlen und in Werken, was das in Zahlen und in pekuniärer Hinsicht bedeutet. Die Mindestsicherung ist heute mit 978 Euro festgelegt. Wenn man eine zweite Person hinzunimmt, dann sind es bei 1.369. Und wenn man da die Kinder zurechnet, und was ja die Grünen niemals dazu sagen, man auch die Kinderbeihilfe bekommt und bei 3 Kindern dazu, dann habe ich ein Bruttoeinkommen von 2.500 Euro. Jeder meiner Mitarbeiter, jeder meiner einzelnen Arbeiter in meinem Tal wird sich darüber wundern, ob er das als Bezug hat. Und das ist die Unverhältnismäßigkeit, die Sie heute hier einführen. Und das ist die Unverhältnismäßigkeit, warum das kein Österreicher und keine Österreicherin versteht, dass Sie hier eine Sozialhilfegesetzgebung wieder neu etablieren am Ende des Tages für die Ausländer, aber gegen die Österreicher. Weil sonst hätten Sie auch bei Ihren Behinderten und Ihren Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, viel mehr eingesetzt und viel mehr Ihnen zuteil werden lassen, als in diesem Bereich, was Sie heute hier umsetzen. Und daher halten wir diese neue Regelung, diesen Rückschritt in das Sozialhilfegesetz, was Sie nunmehr vollenden, hier als absolut regelwidrig und nicht konform für uns. Und wir werden auch weiterhin darum kämpfen, dass wir hier ganz klar eine Leistungsgesellschaft in Österreich haben und hier keine soziale Hängematte aller grüner Sozialromantik wieder neu entsteht. Sozialgesetzgebung für die Ausländer sei die Novelle zum Sozialhilfegrundsatzgesetz, so Christian Racker von der FPÖ. Racker war Landesrat in Kärnten in den Jahren 2006 bis 2016.